So, dann recht herzlich zum Live Trading TV von JFD Brokers. Dann ist nun doch der Freitag, der 13. als Unglückstag in die Geschichtsbücher eingegangen. Der Terroranschlag in Frankreich während dem Fußballspiel ist natürlich alles andere als schön. Deswegen wird der Handel am Montag umso schwieriger sein. Höchstwahrscheinlich, aber schauen wir mal auf die Chartbilder. Schauen wir erstmal zu den zurückliegenden und zu den alten Chartbildern. Heute oder jetzt wird erstmal nur der US-Markt analysiert. Hier ist erst einmal, also bis Freitag 20 Uhr, eigentlich das eingetreten, was erwartet war. Jedenfalls vom Tageschart aus. Das Gap ist geschlossen worden. Aber, was eben auch in meinen Analysen zutage kam, war ein Tagesschlusskurs, sollte eben nicht unter dieser Marke eben stattfinden. Besser sieht man das eben im Dow Jones Index. Hier habe ich gesagt, alles was unter 17.300 als Tages- oder Wochenschlusskurs ist, wäre eine Überraschung. Also für mich definitiv eine Überraschung. Das hat jetzt der Dow Jones hingelegt, hat auf Wochenschluss und Tagesschluss dann geschlossen und erreicht jetzt hier direkt die Unterkante des Rainbows. Und ab diesem Zeitpunkt, deshalb hier ist es schön getroffen worden, eine dreiwellige Abwärtsbewegung. Ob es jetzt eben nur dreiwellig ist, steht halt jetzt in den Sternen, aber die drei Wellen hätten hier eben oberhalb im Idealfall enden sollen. Was ich auch schon damals eben am 3. November erklärt habe, das Negativszenario wäre ein komplett Abverkauf unter dieses letzte Low, unter die 15.400er Marke, also eben deutlich drunter. Und dieses könnte jetzt eintreten, aber ich habe eben am Wochenende noch einige Stunden damit verbracht, die US-Indizes zu analysieren und habe jetzt eben neue Schaubilder mitgebracht. Kommen wir erst zum S&P 500 Index. Das ist jetzt hier noch der alte Chart. Ich habe eben komplett neue angefertigt. Aber auch hier war schon zwischen 2015 und 2020 etwa Unterstützungen im Chart eingezeichnet. So, und hier habe ich jetzt den neuen Chart mitgebracht. Unabhängig davon, ich habe also wirklich bei Null sozusagen angefangen, wieder die Charts aufzubauen. Und auch hier ist eben genauso diese Widerstandsmarke mir ins Auge gestochen. Beziehungsweise jetzt eben Unterstützungsmarke noch. Und hier ist jetzt, klar kann man noch nicht genau wissen, wie die Märkte am Montag eröffnen werden. Der graue Pfeil, sage ich mal, 20-30% Wahrscheinlichkeit, dass die Märkte gerade aus Trotz eben keinen Abverkauf starten, sondern eigentlich sofort erst einmal nur halt ein gutes Prozent eben zulegen, sagen wir mal, ein gutes Prozent zulegen. Die andere Alternative ist, es wird ein kleineren Abverkauf geben, die Unterstützungsmarke wird gebrochen, aber dann eben trotzdem im Laufe des Tages sofort aufgekauft. So, und die dritte Variante, also den ergebe ich eigentlich schon, wie gesagt, es soll ja der Terror nicht gewinnen und dann werden sicherlich vielleicht auch die EZB
etc. eben kaufen. Und die dritte Variante, gebe ich eben 30% etwa, wird der Abverkauf ja unter die 2000-Punkte-Marke eben dann stattfinden. Aber hier wäre noch ein mögliches Ziel eben für einen Rebound, also für neue Höchstkurse oder sowas, ist das Chartbild vielleicht wirklich schon zu zertrümmert, aber hier könnte es ein schöner Pullback geben. So, und ab unter dieser Marke, ja, kann man eigentlich davon ausgehen, dass es überhaupt keine Weihnachtsrallye mehr geben wird, also keine großartige, natürlich auch Zwischenerholungen, klar, sind immer denkbar, aber dann muss man wirklich die eine Prognose, die ich im Dow Jones eingezeichnet habe, wahrscheinlich nachgehen. So, im Dow Jones Index sieht es natürlich dann ähnlich aus. Hier sind eben auch die Marken da. Hier sind sie aber mehr oder weniger gleich direkt im Chart. Also da ist kaum Spielraum. Also im normalen nachbörslich sind wir ja schon 50 Punkte weiter tiefer. Da ist eben im Prinzip schon der Dow Jones an diesem Punkt angelangt. Hier sind eben auch etwa 20-25% dieses Szenario, 50% dieses und etwa 30% dieses. Alles erstmal natürlich sehr vage Zahlen und klar, Sonntag 0 Uhr, also oder beziehungsweise halt 24 Uhr, jetzt haben wir gerade 0 Uhr früh, ja, werden wir sehen, wo die Futures aufmachen. Im Nasdaq gibt es eben hier eine Zone, die eben äquivalent ist wie beim S&P, hätte noch ein bisschen Platz nach unten und könnte dann nach oben starten. Die Bullishste ist eben gar kein Tief mehr und im anderen Fall wäre noch ein Absacker bis 4450 möglich. Allerdings hier sind jetzt eben noch deutlich Unterstützungen im Chart noch erkennbar. Deshalb ist der Nasdaq für mich eigentlich auch da noch der höchstwahrscheinlich der Index, der am besten dann abschneidet, sollte es wirklich zu einer deutlicheren Verkaufswelle kommen noch. So, das war's. Danke fürs Zuhören und ich wünsche allen noch einen schönen, trotzdem angenehmen Sonntag.